Hallo und herzlich willkommen, liebe 3D-Druckfreunde, hier bei Willis 3D-Druckkanal. Mein Name ist Willi und ja, irgendwas fehlt. Ja, wartet mal, es wird ein neuer Drucker, richtig cool, unter 100 Euro. Also, wartet mal, ich habe den nämlich hier unten, der ist so schwer, passt mal auf. Ah, wartet. Ja, hier geht es hier um den Mini-3D-Printer von EasyTreat Modell K7. Ein 3D-Drucker für, ja, ich sag jetzt mal, Kinder, Jugendliche und vielleicht für den einen oder anderen Papa. Aber ihr fragt euch wohl, was da hier in so einem schmalen Karton an 3D-Drucker drin sein soll. Aufgepasst. Ich hoffe, ich schaffe es. Da ist er. Dann machen wir mal kurz den Karton weg. So sieht das gute Stück aus. Ja, jetzt wird sich der eine oder andere denken, Willi, was ist denn da los mit dir? Der ist mir natürlich kostenlos von der Firma G-Bear zur Verfügung gestellt worden, um ihn hier euch zu präsentieren. Und ich kann euch verraten, das war ein Rekordaufbau. In unter 5 Minuten habe ich es geschafft. Ihr werdet es kaum glauben. Aber wen das interessiert, ja, der bleibt dran. Ich möchte auch noch sagen, es wird praktisch hier diesen, ja, werde ich auch noch verlosen. Also wer da mitmachen will, was Gutes tun will, es ist ja bald Weihnachten für seine Kinder, bleibt dran und wir sehen uns hier nach dem Intro. Ja, danke, liebe 3D-Druckfreunde, dass ihr dran geblieben seid. Und zwar, was habe ich mir dabei gedacht? Die Firma hat mich angeschrieben und ich habe mir das angeguckt und habe gesagt, Aber es kamen mir dann auch schon so viele Ideen, wo ich gesagt habe, warum denn nicht? Teste ich doch mal. Wie gesagt, es ist ja auch fördernd für kleine, für Kinder oder für die Daddys, die wieso schon einen 3D-Drucker haben und die Kinder sagen, oh, ich will auch mal. Dann ist vielleicht sowas gar nicht so übel, ja, und die Kinder sind dann stolz, wenn da was rauskommt. Und da habe ich mir gedacht, ich mache das auch, nimm das mit, das Positive, gerade auch für Kinder, Jugendliche, und möchte es hier demonstrieren. Auf alle Fälle, wie immer, habe ich unten Steps gemacht, könnt ihr vor und zurück, ja, wie ihr möchtet. Dann werde ich natürlich hier dieses verlosen, wie das funktioniert, was passieren muss, sage ich dann anschließend. Ja, und wir fangen an mit dem Unboxing, Montage. Ihr werdet überrascht sein, wie schnell das geht. Und dann kommen wir ja schon, was auf der SD-Karte drauf ist, einrichten und drucken. Ja, dann legen wir mal los. So, hier haben wir eine Anleitung. Ja. Schauen wir mal kurz rein. Ja, auch hier in Deutsch. Wunderbar, das ist doch schon mal gut. Dann haben wir hier, bevor man printet, eine Karte, ja, wie man läffelt. Auch okay. Und ja, jetzt geht es schon mal los ins Eingemachte. Hier ein Filament zum Ausprobieren. Dann haben wir hier ein USB-Kabel drin.
Und schau mal hier, wahrscheinlich die Seitenteile, alles in Plastik, sehe ich. Ja. Und jetzt kommt's. Ja, also hier, ich mache das erstmal so, haben wir noch Werkzeug, USB, SD-Karten. Dann machen wir mal den Deckel ab. Hier haben wir noch den Rollenhalter drin. Ja. So, und hier haben wir schon den Drucker. Dann nehmen wir erstmal hier die Bodenplatte raus. Ja, somit klebt man den ganzen Karton an. Machen wir das mal so, machen den Karton weg. Ja, und dann fangen wir mal hier an. Ihr seht, es ist soweit alles zusammengebaut. Ja, hier haben wir den Arm. Wunderbar. Man muss da gar nicht viel machen. Ich versuche das jetzt mal hier wegzulegen. Dann heben wir mal das hier raus. Hier haben wir das Netzteil. Ja, und sogar noch mal ein USB-Adapter. Schauen wir mal, was da drauf ist. Und jetzt holen wir das mal hier raus. Tada! Ja, also ich denke mal, die Montage wird ziemlich einfach. Ja, und hier haben wir nochmal einen kompletten Überblick. Ja, also hier auch noch die Anleitung. Und ja, also fangen wir mal an zu montieren. So, jetzt möchte ich mal hier meinen neuen Rekord erstellen, ja, mit dem Drucker zusammenbauen. Also ich starte mal los und schauen wir mal, ob das dann auch so funktioniert. Natürlich zeige ich euch das dann später nochmal genauer. Jetzt nimmt man hier die vier Schrauben. Also ihr seht, was für Zeit, hätte ich mich besser vorbereitet, wäre es sogar noch schneller gegangen. Ja, hier, die werden hier festgeschraubt. Wie gesagt, ich zeige euch das dann später nochmal genauer. Natürlich ist das immer, wenn man das vor der Kamera macht, da noch die Aufregung mit dazu. So, einmal, zweimal. Dreimal. Viermal, so, alle Schrauben sind drin. So. Dann stecke ich auch schon mal frisch das hier zusammen. Alles kodiert. Total schwierig. Nein. So, das Kabel haben wir auch schon. Jetzt kommt
die Platte hier drauf. Dann hat man hier den Rollenhalter, wobei ich das so machen würde. So, sitzt da hier drauf, eingerastet. Dann könnte man jetzt schon das Filament hinhängen, anschließen. Voila! Ihr seht, ich habe auch noch ein bisschen mich schwer getan, aber ja, noch nicht mal 4 Minuten gebraucht. Also, was will man mehr? Mein Rekord ist geschlagen. Werfen wir mal einen Blick auf die SD-Karte. Und zwar haben wir hier den Ordner Manuell Video, dann ist alles nochmal auf Chinesisch, dann hier schon mal die G-Codes für die SD-Karte, ja, hier haben wir Calicat, Rocket und hier nochmal die STL. Gut, dann schauen wir doch mal hier rein, dann haben wir hier einen Ordner Printer Manuell and Videos, da sind praktisch hier Feeding-Probleme, Check-Video, Leveling-Methoden, Online-Printing, Und, ja, die ganzen Videos, Manuell-Videos. Und dann haben wir hier Slicer-Software-Video-Manuell. Dann gucken wir mal rein hier für Mac. Das ist das, was mich interessiert. Hier haben wir schon mal Cura und Easyware-Slicer. Das werden wir uns gleich mal installieren. Ja, und hier sehen wir schon mal einen kleinen Einblick. Oh Gott, what's this? Ja, machen wir mal Englisch, das ist das Beste erstmal. Ah ja, hier sind die ganzen Geräte, wahrscheinlich Select-Typ. Wollen wir mal gucken, da ist unser K7. Nehmen wir den, sagen wir PLA. Ah ja, ja, ist doch schon mal easy, oder? Dann haben wir hier den Bauraum. Vielleicht können wir das so ein bisschen größer mal. So, dann haben wir Top, Front, Flank. Reset-Kamera, okay. Dann können wir hier... Wahrscheinlich, ja, da kann man sich dann die Dateien holen und machen wir mal zu. Ja, das werde ich natürlich auch nochmal testen, aber schließen wir das hier nochmal und das Ganze gibt es natürlich wahrscheinlich auch für Windows, ist ja klar. Also, so, da haben wir es. Gehen wir mal wieder zurück. Dann haben wir hier Printer-User, ja. Sollte man vorher lesen wahrscheinlich. Und hier noch einige, aber ich will jetzt hier nochmal euch das zeigen. Das war nämlich gut. Dann haben wir hier Printing Data for User, Mac. Ja, da sind die Treiber drin. Andere Sprache hier in Deutsch. Ja, das können wir mal aufmachen. Das ziehe ich euch mal rüber. Das sieht dann so aus. Das ist dann das Handbuch. In Deutsch auch gut gemacht, also alles da, was da sein muss. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir mal an zu drucken. So, als erstes müssen wir mal hier die SD-Karte wieder reinmachen. Ja, das ist immer wichtig. Übrigens ist es eine 4 GB. So. Jawohl, dann schließen wir mal das an und jetzt müssen wir natürlich, wie auch bei den Großen, erstmal den hier leveln. So, das heißt, hier ist Play an und dann drücken wir hier den Home-Button und jetzt bewegt sich der Drucker und homet. Jawohl, so sieht es dann aus. Das werde ich jetzt hiermit tun. So, aus ist er.
Und jetzt können wir das Leveln anfangen. So, nachdem wir den ausgeschalten haben, ja, müssen wir den mal hier reinrücken. Dann hier ein bisschen gucken, vorrücken. Denn die sagen, also mehr so in der Mitte die Punkte machen. So machen wir das auch. So, und statt so ein Blatt Papier nehme ich jetzt mal meine Schiebelehre her. Ups, muss aber sagen, ist jetzt schon gut geleffelt. Also hier ist es okay. So, dann wollen wir hier gucken. Ja, hier kann es ein bisschen weiter runter. Und seht ihr hier, ich zeige es euch mal, kann man ja mal ein bisschen näher machen, diese süßen kleinen Stellräder. Ja. Also links rum ist nach oben, rechts rum nach unten. Jawohl, hier sind wir jetzt gut. Dann müssen wir natürlich den hier bewegen. So, dann schauen wir da. Jawohl. Und so lernen die Kinder auch schon das Leveln. Besser geht's doch gar nicht. Dann müssen wir den hier rüberschieben. So. Und dann gucken wir da auch nochmal. Können wir auch ein bisschen runtergehen. Ja. Ich finde es keine schlechte Idee. So, dann machen wir das Teil hier wieder dran. Dann schaue ich jetzt einfach nochmal, ob das hier nochmal passt. Ob ich noch was verstehen muss. Ja, ich glaube, ja. Muss ich hier ein bisschen runter. Ja, aber nur ein kleines bisschen. Gut, so lass es mal. Gehe ich trotzdem noch mal sicherheitshalber in die Mitte. Guck mal, wie es da aussieht. Ja, perfekt. Ja, so lasse ich es. So, dann drehen wir das wieder an. Stecken das wieder ein. Und dann sehen wir hier ihn blinken, also wieder leuchten. Und dann drücken wir 3 Sekunden. Und dann sollte er hochgehen über die Z-Achse. Jawohl, macht er. Natürlich müssen wir loslassen. 3 Sekunden. Loslassen. Und ja, ihr seht, er bewegt sich hoch. Das läuft doch schon mal super. Und was ich euch auch noch mal zeigen möchte, ist hier, schaut mal, sogar eine Magnetplatte. Ja. Also richtig cool. So, jetzt würde ich sagen, nehmen wir das Filament und führen es mal ein. So, jetzt nehmen wir, wie gesagt, das beiliegende Filament. Ja. Was hier auch zu sagen ist, ist natürlich auch ein Direktextruder, ja, also Hightech. Dann legt man das hier ein und dann müssen wir mal wieder drehen, also ich zeige euch das. Ja. Gibt es hier 3 einen Schalter und den müssen wir nach links stellen. Jetzt heizt die Nozzle auf. Wir haben hier ein leichtes Blinken und dann nimmt man das Filament, ja, und versucht das mal langsam nachzudrücken. Ich hoffe, ihr seht das. Ja, und jetzt langsam kommt es auf Temperatur. Ich gehe mal hier ein bisschen höher, damit ihr das sehen könnt. So. Ja, und wie ihr sehen könnt, das kann auch ein Kind, wenn man es gut erklärt, sollte vielleicht mal dabei stehen. Ich merke jetzt hier auch keine Hitze oder sowas, ja. Und hier schön nachdrücken und wie ihr unten sehen könnt, kommt ja auch schon das Filament jetzt raus. Super. So, dann denke ich,
sind wir mal hier auf Temperatur. Dann drückt man hier auf Play. Gehen wir mal wieder ein bisschen zurück, dass ihr das auch immer alles so verfolgen könnt. So, hier einmal drauf drücken und dann ist das erledigt. Jetzt fährt er auf die Home-Position. Ja, alles wunderschön und alles ein bisschen kleiner. Ja, und hier sehen wir auch schon unseren ersten Druck, den er startet. So, dann wollen wir doch mal nachschauen. Hier unsere Cat. Ja? Und ich sage euch, ne? So, vergesse ich auch schon hier. Wir haben ja ein schönes magnetisches Blatt. So, schaut her. Da wird sich doch jeder Kleine schon mal freuen. Über so ein kleines Modell. Und jetzt schauen wir uns mal an, wenn wir was selber generieren. Ich werde jetzt mal hier ein bisschen die Breite und die Höhe ausnutzen und auch mal mein eigenes Filament hernehmen. Aber ja, ich würde sagen, für diesen Drucker sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Ja, lasst uns den K7 schnell einrichten bei Cura. Also auch hier ist das kein Problem. Ihr geht einfach hier auf Druckverwaltung. Ja, sagt ihn neuen Drucker hinzufügen. Ja, dann wählen wir, also ich mache das so, ein Custom Drucker. Ja, so geben wir den einen Namen, K7, hinzufügen. So, dann haben wir den und sagen ihm Geräteeinstellung. Und zufällig hat er jetzt schon hier die Werte. Ja, falls die Werte anders sind, gibt ihr hier ein X Breite 100, Y Tiefe 100 und Z Höhe auch 100. Druckbett ist regulär. So, was ihr auch achten müsst, das wird bei euch hier angehakt sein. Natürlich hat er kein Heizbett. Ja, so, dann können wir das hier soweit stehen lassen. Wir gehen dann hier auf Extruder, sagen ihm 04. Ja, hier ist es schön, nämlich jetzt mal, da gibt ihr einen. Wir haben natürlich den Materialdurchmesser ist 1,75 und auch hier war dann schon das mit den Einstellungen. Gut, dann haben wir den eingestellt. Dann können wir den auswählen. Dann haben wir ihn schon und ja, dann sieht das so aus. Hier unser Druckbett und schon habt ihr den eingerichtet. Jetzt mache ich noch eine Demo kurz mit der Eule. Dann zeige ich euch nochmal den Slicer, der dabei war. Und dann sind wir hier auch schon fertig. Jetzt habe ich mal hier die Eule ausgewählt und will hier mal testen, so mal die Breite, besser gesagt auch die Höhe.
Und wir müssen natürlich hier ein paar Druckeinstellungen machen. Ja? Und zwar bei Qualität. Ihr könnt auch ruhig 2 drucken. Also 0,2. 1 ist ein bisschen fein. Geht natürlich auch. Aber ja, welches Kind will schon stundenlang warten? Und wenn ich sage stundenlang warten, das seht ihr dann schon, wenn ich das ausgedruckt habe. So, dann haben wir hier Linienbreite 0,4. Das behalten wir. Und auch so lassen wir das jetzt mal stehen. Hier, Füllung könnt ihr natürlich selber wählen. Ich sage jetzt mal für die Eule. Ich habe die zwar jetzt hier mit 20% gemacht, ja, deswegen dauert das auch ein bisschen länger. Aber die Eule mit 10% hätte auch reichen. Gut, dann nochmal die wichtigen. Dann haben wir hier Qualitätszimmer fertig. Linienbreite, ja, könnt ihr natürlich auch wählen, wie ihr möchtet. Oben, unten, das passt auch soweit. Füllung haben wir auch schon. Dann haben wir Material und hier ist wichtig, ja, Drucktemperatur, der kann maximal 230, glaube ich, ja. Dann anfängliche Temperatur, ich würde halt hier auch 200 nehmen. Also Materialeinstellung würde ich hier 200 nehmen. Druck, erste Schicht 200, anfängliche Schicht 200 und dann fahrt ihr auch ganz gut, ja. Fluss und bla bla bla, ja. Könnte man eigentlich auch berechnen, aber gut, das brauchen wir nicht. Dann gehen wir hier auf Geschwindigkeit. Das ist natürlich viel zu schnell. Wir gehen hier auf 40. So ist es auch in der Beschreibung drin. Wandgeschwindigkeit 20. So lassen wir das. So sollte es gut aussehen. Gehen wir mal aufs. Ja, natürlich bei Bewegung Einzug aktivieren. Das machen wir. Hier braucht er nichts machen. Wobei 6,5, ich würde da diesen Direkt-Extruder mal 1,5 machen. Mache ich jetzt auch mal testmäßig mindestens. So. Ja, und dann lasse ich das so. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Just as surprised as you.
Dann sagen wir ihm, skalier mal runter, zack. Ja, lass den Schlüssel dran und somit kann man das auch wunderschön bearbeiten, dass das natürlich dann auch im Druckfeld ist. Ich möchte ja gucken, dass ich hier das Optimale raushole. Auch hier, wenn ihr dann die rechte Maustaste drückt, könnt ihr das praktisch hier euch so angucken. Ja. Und das dürfte jetzt gehen, denn ich möchte ja mal die optimale Höhe finden. In Slicen, bumm, und ihr seht, er baut den hier wunderbar auf, Schicht für Schicht. So, dann gucken wir mal drauf. Und hier könnt ihr praktisch dann auch euch das anzeigen lassen. Ja. Gut, ja, hier sehen wir das ein bisschen besser. Perfekt. Ja, so wollen wir sie mal drucken. Saven das auf die SD-Karte und fertig ist es. Ja, so geht's. Jetzt habe ich mich aber beeilt, ja, dass ich ein Filament genommen habe, ja, hier von iFilament, und habe das einfach nachgedrückt, also besser gesagt nachgeschoben, ist ja ein Direktextruder, müsst ihr das dann anfangen zu ziehen, und somit habe ich schon einen Farbwechsel auch drinne. Und ja, hier sieht man, es hat funktioniert. Ja, ich musste zwar ein bisschen drücken, aber ja, super. Ja, dann war er auch fertig, und ihr seht von der Zeit her, das hat jetzt nicht mit Cura übereingestimmt, aber fast knapp 8 Stunden. Ja, hier haben wir das gute Stück. Und ihr seht, das obere Filament ist von iFilament. Ja, geht immer besser, aber ich sage jetzt mal für den Drucker, ja, wenn der kalibriert ist, dann funktioniert das schon. Aber man kann doch stolz sein, ja, so ein leichtes Training. Und wir haben auch sogar schon 2 Farben gedruckt. Gut, das war's. Dann machen wir den mal ab. Und ja, ich sag so, für ein Kind ist das doch schon mal ein tolles Ergebnis und kann doch dann schon stolz sein drauf. Gehen wir mal hier auf die Webseite von Cheerberry. Das mache ich immer gern so. Hier seht ihr auch schon mal EasyTreat K7 3D Printer hier für 94,95 €. Ja, mit diesem Code natürlich. Ja, ist doch schon mal ein fairer Preis, wenn man bedenkt, so ein 3D Stift kostet ein guter zwischen 30 und 60 Euro. Also hat man hier einfach auch eine schöne Alternative. Gut. Ja, hier sehen wir schon mal eine andere Version. Ja, hier kann man sogar die Punkte zum Leveln schon einstellen, dass er automatisch hinfährt. Wir werden wahrscheinlich gemerkt haben, dass es nicht so toll ist, das dahin zu ziehen. Aber gut, ich habe halt diese Version. Und das war's. Gut, gehen wir weiter runter. Hier sehen wir praktisch, wie schwer das ist. 1,6 Kilo, ja. Die Maße von dem Gerät. Und hier die Specifications. Ja. Wir haben hier die Nozzle 04er. Dann haben wir, ja, er kann nur PLA. Das ist natürlich klar bei den Temperaturen. Ja. Und der Bauraum ist 100 × 100 × 100. Und hier zeige ich euch schon mal, wie einfach das ist. Einfach den Galgen aufsetzen, 4 Schrauben drauf, fertig ist der 3D-Drucker installiert. Ja, kommen wir dann auch zum Fazit. Und zur Verlosung. Ja, liebe 3D-Druckfreunde, ich weiß, aber es ist doch ein nettes Spielzeug für die Kinder. Ich denke mir mal, das macht denen bestimmt Spaß. Und wenn sie dann sehen, da kommt doch was raus, ja, dann haben die doch eine Freude. Und eure Drucker werden geschont. Ja. Und man lernt hier auch ein bisschen was dazu. Ja. Dann muss ich sagen, hier habt ihr ja gesehen, der hatte hier ein bisschen eine Unterextrusion. Ja, hier, da seht ihr das. Und ja, wie gesagt, da wollen wir jetzt mal ein bisschen drüber wegsehen. Aber ich denke mir mal, ein nettes Spielzeug mit ein bisschen Lernfaktor. Und denkt dran, so ein 3D-Printstift kostet ja auch zwischen 30 und 40 Euro. Der kostet hier knapp
90, 95 Euro. Und hier sehen wir den nochmal, ja, in voller Länge, alles, was ich gedruckt habe. Und ja, ich will da gar nicht so lange reden. Wisst ihr selber, wie gesagt, ob das was ist für eure Kinder, weiß ich nicht. Ich zeige euch natürlich hier auch nochmal. Ihr könnt hier USB anstecken, ja, das funktioniert auch einwandfrei. Hier der Schalter links und rechts könnt ihr natürlich auch links oder rechts, ist jetzt praktisch für Filament laden und entladen. Hier haben wir den Home-Button, die SD-Karte. Was brauchen Drucker mehr? Wie ihr gesehen habt, gibt es da auch schon eine neue Version, wo man dann praktisch vielleicht die Punkte anfangen kann zum Leveln. Ja, macht Sinn, weil das hier, muss ich sagen, geht schon ziemlich stramm. Ja, also da solltet ihr doch immer dabei sein bei den Kindern. Das ist mein Fazit. Ja, zum Glück sind meine Kinder groß, die kriegen das große Spielzeug. Ich bedanke mich hier auch nochmal bei G-Berry, dass sie mir das hier kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. Und ich hoffe, ich kriege jetzt demnächst noch was Größeres. Ja, nein, aber ich habe gedacht, das ist mal was Nettes, ist mal was anderes, ich weiß. Aber dafür bin ich da, um auch mal was für die Kinder vorzustellen. Gut, Punkt. Mich würde gerne interessieren, was ihr darüber denkt. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, ob ihr euren Kind sowas kaufen würdet oder nicht. Das interessiert mich auch, ja. Also vielleicht bauen wir mal dann selber einen so einen nach. Also nein, Schmarrn. Aber wie gesagt, bitte schreibt mir das rein. Ehrliche Meinung. Das war's jetzt hier von meiner Seite. Wenn ihr Interesse habt, diesen hier zu gewinnen, ja, den packe ich jetzt, baue ich wieder auseinander, packe den zusammen und mache eine Verlosung. Und wenn ihr da Interesse dran habt, bleibt dran. Ansonsten sage ich vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Wie immer würde ich mich freuen über ein Abo, ein Like und aktiviert die Glocke. Somit verpasst ihr kein Video mehr von mir. Für alle, die mich nicht kennen, schaut mal oben in meinen 3D-Druck-Kanal rein. Hier findet ihr das eine oder andere interessante Video für 3D-Druck, Laser, Do-it-yourself, Roboter bauen und. Da wird bestimmt was dabei sein. Ciao, euer Willis 3D-Druck. Bis zum nächsten Mal. Cool, ihr habt Interesse, den hier zu gewinnen. Ja, was machen wir gar nicht so lange. Was muss man dafür tun? Also, ihr solltet ein Kind haben. Ja? Also, das ist mal Grundvoraussetzung. Schreibt mir unten in die Kommentare rein. Ich möchte bei der Verlosung mitmachen. Aber wenn ihr auch so einen Kommentar habt, schreibt es dann einfach unten drunter. Also Hashtag, ich möchte bei der Verlosung mitmachen. Und wenn ihr noch was dazu sagt, dann ist das auch gut. Es kann jeder mitmachen, ja, alle. Und ich werde natürlich schauen, dass mindestens sollten 2000 Views zustande kommen auf dieses Video und 50 Kommentare. Das heißt praktisch unabhängig jetzt, ich möchte den gewinnen. Also vielleicht könnt ihr das Video auch teilen an Freunden oder sonstiges, dann kommt er schnell zusammen. Dann werde ich 5 von allen, die den Kommentar praktisch, ich möchte das gewinnen, die bei der Verlosung mitmachen wollen, werde ich 5 Stück ziehen. Ja, also alle kommen in einen Topf, werde 5 Stück ziehen. Und dann werde ich ein Update-Video machen. Ich mache ja immer so Update-Videos, was mal jetzt ein bisschen aufgelöst werden muss, weil ich dann auch nicht ein komplettes Video darüber machen möchte. Und dort werde ich die Verlosung ankündigen. Ihr findet das, ich werde es in den Community-Chat praktisch bei YouTube schon mal ankündigen. Ja, also gut wäre es, wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann kriegt ihr auch die Nachricht. Ansonsten werde ich das in den ein oder anderen Video auch noch mal erwähnen. Schaut auch mal in unseren Discord rein, dort werde ich es auch erwähnen. Falls nicht, auf meinen Facebook-Seiten. Dann kommt dieses Update-Video. Wie gesagt, das werde ich dann datummäßig, wenn die Punkte erreicht sind, erwähnen und werde die 5, die ich gezogen habe, natürlich nehme ich das live auf, damit ihr seht, da ist nichts gemogelt oder sowas. Habt ihr dann die Möglichkeit, dann mache ich ein Premium-Video aus diesem Update und wenn dann das Punkt Verlosung kommt, ja, mache ich die Verlosung und werde dann die 5 Namen einblenden, die ich dann gezogen habe. Wer dann als erstes in den Chat, bei Premium ist nebendran ein Chat, ich habe gewonnen, reinschreibt, der bekommt den. Ja, also das heißt, ihr solltet dann auch bei diesem Video dabei sein. Sollte der Fall sein, dass alle 5 nicht dabei sind, werden wir das halt nochmal wiederholen für die nächsten.
Okay, ich glaube, das war verständlich. Dann wünsche ich euch viel Glück. Ja, schaut zu, dass wir mindestens 2000 Views auf dieses Video kriegen und mindestens 50 Kommentare. Alles klar, dann findet die Verlosung statt. Ich packe ihn schon mal ein und der wartet vielleicht auf euch. Ne? Ciao, euer Willis 3D-Druck.